In Willich kam es am Nachmittag des 16.12. zu einem schweren Frontalcrash auf einer Landstraße im Bereich Schiefbahn. Aus noch ungeklärter Ursache stieß ein LKW mit einem PKW frontal zusammen. In der Folge des Zusammenstoßes wurde ein weiterer PKW getroffen, der halb rückwärts in einen Graben stürzte. Der Fahrer des ersten PKW wurde lebensgefährlich verletzt und in seinem PKW eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Willich befreite den Fahrer mit schwerem technischem Gerät. Ein angeforderter Rettungshubschrauber konnte aufgrund der schlechten Witterung nicht landen. Die Fahrer des LKW und des zweiten PKW wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen.